Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im kommenden 1946er DLC. Im Frühsommer oder Mitte des Jahres ungefähr hatten wir ja das 45er DLC, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Slytherin strickt quasi diesen alternativen Geschichtsstrang hier weiter ins Jahr 46. Und ihr seht auch schon, es geht Richtung Amerika. Und wir können auch hier wieder unsere Kerntruppen aus dem vorherigen DLC, also aus dem 45er DLC, mitnehmen. Wenn ihr euch für das ganze Vorgeplänkel hier nicht interessiert, dann springt gerne im Video unten weiter. Ich muss wie immer ein paar Sachen vorher euch erklären. Den Key zum Beispiel habe ich von Slytherin zur Verfügung gestellt bekommen, um euch das Spiel, das DLC, vorab zeigen zu dürfen. Es erscheint am 30. November, also von meinem Standpunkt nächste Woche Donnerstag, zu dem Standpunkt, wo ich gerade das Video aufnehme. Ich versuche jetzt schon vorab ein paar Videos aufzunehmen. Ich habe jetzt leider am Wochenende nicht so viel Zeit, aber den ersten Einblick werden wir hier im Video auf jeden Fall machen. Wie immer auch der Hinweis, wenn ihr euch das selber kaufen wollt oder selber spielen wollt, dann schaut gerne unten in die Videobeschreibung bzw. ins erste angepinnte Kommentar. Ihr bekommt das Hauptspiel natürlich bei meinem Partnershop Games Planet, aber auch alle DLCs und natürlich dann ab 30.11. auch das 46er DLC. Alle Links dazu sind wie gesagt in der Videobeschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ihr also eure DLC-Sammlung hier auffüllen wollt, dann nutzt gerne die Gelegenheit. Die Preise sind immer ein bisschen günstiger als bei Steam direkt. Vorbestellbar ist das DLC aktuell noch nicht. Ich vermute mal aber dann zum Donnerstag, zum Release, wird es dann verfügbar sein. Und dann würde ich sagen, klicken wir mal hier rein und schauen wir mal. Die letzten Male waren die Vorab-Previews, die ich bekommen habe, von Slytherin teilweise nicht komplett auf Deutsch übersetzt. Ich bin gespannt, wie es hier sein wird. Der Text hier scheint aber auf jeden Fall erstmal auf Deutsch zu sein. Und es geht im Dezember 45 los. Der Zweite Weltkrieg tobt weiter, nachdem sich das Deutsche Reich die Vorherrschaft über Kontinentaleuropa sichern konnte, bildet es nun mit dem japanischen Kaiserreich über den Indischen Ozean eine Achse. Die eroberte Pazifikflotte der Briten, die in deutsche Pazifikflotte umbenannt wurde, liegt im Hafen von Nagasaki vor Anker, während sich die Führungsriege der Deutschen und der Japaner in der Stadt über die geplante Invasion in den Vereinigten Staaten von Amerika berät. Na, da bin ich mal gespannt. Wenn es im Hintergrund ein bisschen laut ist, ich habe natürlich auch passend zur Aufnahme eine Baustelle vor meinem Haus, das tut mir sehr leid, aber ich habe leider keinen anderen Zeitpunkt, keinen anderen Zeitslot, um jetzt hier schon vorab reinzuschauen. Die Nagasaki-Konferenz am 19. Dezember 1945, und da haben wir wieder unseren Oberst Stefan Wagner und General Lauch auch melden sich zur Stelle. Ja, sehr gut. Und wen haben wir da? Das ist doch unser lieber Rommel. Ausgezeichnet. Sobald Reichsmarschall von Manstein eintrifft, können wir zur Tagesordnung übergehen. Aber solange wir warten. Willkommen in Japan, meine Herren. Ich gehe davon aus, dass Sie eine unbeschwerte Anreise hatten. Wir können vermelden, dass unsere neue deutsche Pazifikflotte auf der gesamten Reise von Ceylon hierher auf keinerlei feindliche Schiffe oder Flugzeuge gestoßen ist. Gut, dann hatten sie es bei der Überfahrt leichter als die Tirpitz. Dem Ende der Feindseligkeit mit der Sowjetunion zum Trotz war die Umrundung Russlands über die Nordostpassage wohl ein ziemliches Abenteuer. Sie haben hier in Japan eine regelrechte Armada zusammengezogen. Die verbliebenen Schiffe der Kriegsmarine, die eroberte Pazifikflotte der Briten und die Vereinigte Flotte der kaiserlichen japanischen Marine. Armada ist das passende Wort. Denn wir werden zweifellos eine ganze Armada brauchen, um in die Vereinigten Staaten einzufallen. Hoffen wir, dass es uns dabei besser geht als der spanischen Armada im 16. Jahrhundert. Wir werden, soweit es in unserer Macht liegt, unsere Erfolgsaussichten weder vom Schicksal noch vom Wind schmälern lassen. Die Verhandlungen mit unseren japanischen Verbündeten sind abgeschlossen und Schiebetür öffnet sich, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Und draußen kommt Reichsmarschall Erich von Manstein zum Vorschein, der mit einigen von Rommels Leibwächtern neben einem nagelneuen Panzer des Typs Tiger steht.
Guten Tag, Reichskanzler. Bitte verzeihen Sie die leichte Verspätung, aber ich wollte nicht ohne den Tigerpanzer erscheinen, den Sie angefordert hatten. Ein Tiger 1? Ein altes Versprechen, das einem bestimmten japanischen Offizier gegeben wurde, wenn ich mich recht erinnere. Ich bitte um Erlaubnis, dabei sein zu dürfen, wenn Sie Oberst Ishide das Geschenk überbringen, damit ich sein Gesicht sehe, Reichskanzler. Erlaubnis erteilt, aber davor gibt es wichtige Angelegenheiten zu besprechen. In der Tat, in welchem Rahmen werden sich Japaner unterstützend an Unternehmen Olymp beteiligen? Wir mussten ihnen einige Zugeständnisse machen, von der Nicht-Einmischung in Indien über die gemeinsame Nutzung von Technologien bis hin zu unserer Zustimmung, ihnen die Festlegung künftiger Besatzungszonen in den Vereinigten Staaten zu überlassen. Aber immerhin können wir uns der Unterstützung des japanischen Kaiserreiches sicher sein. Also wird mein Plan in die Tat umgesetzt? Ja, die Erfolge vergangener Feldzüge haben uns einen Weg für den Transport von Truppen, Kriegsgerät und Vorräte geebnet. Und das besteht eine stabile Versorgungslinie zwischen dem Deutschen Reich und dem japanischen Kaiserreich. Allerdings müssen dabei enorme Distanzen zurückgelegt werden, was nur dank Reichsminister Speers Breitspurbahn möglich ist. Dem deutschen Verbänden fällt bei Unternehmen Olymp die Aufgabe zu, als Invasionsspeerspitze zu fungieren. Uns fehlen allerdings die logistischen Möglichkeiten, das gesamte Heer nach Übersee zu verfrachten. Als Befehlshaber der Invasionstruppen haben Sie General Lauch auserkoren, richtig? Das ist korrekt. Glückwunsch, General Lauch. Sie scheinen das volle Vertrauen des Reichsmarschalls zu genießen. Ich rate Ihnen, Ihre Elitetruppen mit Bedacht auszuwählen. Wir haben für den Transport über den Pazifik nur Kapazitäten für die besten Soldaten und das beste Kriegsgerät. Was die Überquerung des Pazifiks betrifft, was hat Großadmiral Kurita verlautbaren lassen? Wir sind verschiedener Meinung. Das klingt nicht gerade vielversprechend. Die Japaner halten unseren Plan, als ersten Schritt in Kanada zu landen, für nicht ambitioniert genug. Ich hielt dagegen, dass der Plan der Japaner zu komplex und mit deutlich zu vielen Risiken verbunden sei. Wir einigten uns darauf, die Entscheidung den Amerikanern zu überlassen. Es erscheint mir recht ungewöhnlich, dass wir uns unsere Invasionspläne von den Amerikanern vorschreiben lassen. Genauer gesagt lautet unser Plan, eine Reaktion der Amerikaner zu provozieren, wie auch immer diese Reaktion denn aussehen mag. Eine Finte. Rommel deutet auf eine Karte, die den nördlichen Teil des Pazifiks zeigt. Da haben sie jetzt hier sehr, sehr, ich sag mal, naja, einfach gestaltet die Karte. Anchorage, das ist ja hier oben, das ist ja schon Kanada, das ist ja, ja, das ist nicht Kanada, das ist Alaska. Nach dem Sieg der Japaner im Golf von Leyte letztes Jahr konnten sie ihre Position im gesamten Pazifik weitestgehend stabilisieren. Und nicht nur das, unsere japanischen Verbündeten haben im Vorfeld unserer Invasion in den Vereinigten Staaten das Archipel von Alaska gesichert. Ah ja, nice. Und den Hafen von Juneau an der Küste Alaskas. Ich weiß nicht, ob das korrekt ausgesprochen ist. Darüber hinaus belagern sie Anchorage. Unser Plan lautet, den Hafen von Juneau als Ausgangspunkt für unsere Finte zu nutzen und in Richtung Vancouver an der kanadisch-amerikanischen Grenze vorzustoßen. Oh, Vancouver Island, da war ich schon mal. Da habe ich tatsächlich schon mal, also ich war schon mal in Vancouver und Vancouver Island. Das ist natürlich spannend. Für die Errichtung eines soliden Brückenkopfes auf dem Festland der Vereinigten Staaten ist es von größter Wichtigkeit, dass es uns gelingt, wichtige Transportknotenpunkte wie den Hafen von Vancouver oder Seattle zu sichern. Wir müssen dabei mit äußerster hartnäckigem Widerstand rechnen. Gut möglich, aber vielleicht haben wir Glück und diese Region ist so abgelegen, dass der Feind nicht rechtzeitig eintreffen wird. Vancouver ist nicht so abgelegen. Vielleicht der Hafen da oben, aber nicht Vancouver. Wir werden sehen. Zur Unterstützung der Finte und um es nicht wie eine Finte aussehen zu lassen, haben die Japaner sich bereit erklärt, den Flugzeugträger Akagi und seine Gleitschiffe als Eskorte für ihre Transportflotte zu entsenden. Der einzige japanische Flugzeugträger, der die Schlacht um Midway überstanden hat. Eine interessante Wahl. Es ist nicht geplant, die Akagi auf die Schlachtbank zu schicken. Sobald es erste Anzeichen dafür gibt, dass es brenzlig wird, wird der Flugzeugträger die Kampfzone mit voller Geschwindigkeit verlassen. Wow, was für Luschen. Und was ist mit den restlichen Schiffen unserer Flotte? Wir behalten sie fürs Erste in der Reserve. Wir dürfen kein Risiko eingehen, solange wir keine Informationen darüber haben, ob die Amerikaner über weitere einsatzfähige Atomwaffen verfügen. Die Tirpitz wird sich der ehemaligen britischen und nun deutschen Pazifikflotte anschließen und in Richtung Attu in Bewegung setzen.
Das Schlachtschiff-Trio besteht aus der Yamato, der Musashi und der Shinano. Wird gemeinsam mit den Flottenflugzeugträgern Shokaku und Tsukaku im Nordpazifik seine Runden drehen. Und was haben sie mit dem südlichen Nachbarn der Amerikaner vor? Möchten sie nicht nach wie vor, dass ich Mexiko nicht in meine Planungen mit einbeziehe? Nur für den Notfall. Offiziell befinden wir uns zwar seit 1942 mit Mexiko im Krieg, aber uns ist nicht entgangen, wie wenig militärische Unterstützung das Land für die Alliierten geleistet hat. Ich habe mich bereits zu einem früheren Zeitpunkt entschieden dagegen ausgesprochen, dass sich das Deutsche Reich neue Feinde macht. Daher will ich nicht, dass wir gegen Mexiko die Initiative ergreifen. Wir konnten auf diplomatischen Wege eine Einigung zwischen beiden Ländern erzielen. Solange wir die Grenzen Mexikos respektieren und keine japanischen und deutschen Truppen mexikanisches Territorium betreten, werden die Mexikaner keine Truppen in die Vereinigten Staaten schicken. Das schränkt uns zwar ein, was die potenzielle Angriffsrichtung für unsere Invasion in den Vereinigten Staaten betrifft, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es sich lohnen wird, die Mexikaner aus den Kämpfen herauszuhalten. Da wir das Ende des niederschlagsreichen Winters in Alaska abwarten sollten, wird die Finte in Richtung Vancouver bis mindestens Februar warten müssen. Bis dahin schlage ich vor, dass sie die Zeit in Japan genießen und unsere japanischen Bündnispartner besser kennenlernen. Er wird bei unserem bevorstehenden Feldzug eine große Rolle spielen und ich möchte nicht, dass wir bei unseren militärischen Kooperationsbemühungen einen schlechten Start erwischen. Ach, und wenn ich Sie bei der Ankunft von Oberst Ishide zugegen sein möchten, bleiben Sie am besten gleich hier. Er wird in wenigen Stunden eintreffen. Gut, jetzt habe ich hier einen ganz kleinen Roman vorgelesen. Wir machen mal Lagebesprechung beenden. Ah ja, Reichskanzler Rommel bis zum Ende zuhören. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, womit wir jetzt angreifen. Im Moment erstmal noch gar nicht. Wir machen mal den Rundenwechsel. Da kommt der Kollege. Die Nagasaki-Konferenz am 19. Dezember 45. Also nochmal viel zu lesen. Diesen alternativen Kriegsverlauf ermöglichen die Erfolge des Deutschen Reichs und die japanischen Kaiserreiche im Zweiten Weltkrieg eine Invasion der Vereinigten Staaten im Jahr 46. Die Invasion trägt den übergeordneten Decknamen Unternehmen Olymp. Da 44 Operation Overlord scheiterte und es den Alliierten nicht gelang, den Ärmelkanal zu überqueren, befinden sich in England noch nach wie vor enorme Truppenkontingente der Amerikaner und Briten in Armeestärke. Der eklatante Mangel an Kriegsschiffen macht es jedoch oft auch den Deutschen und ihrer Kriegsmarine unmöglich, den Ärmelkanal zu überqueren. Die Sowjetunion schloss indes unter neuer Führung mit dem Deutschen Reich Frieden, da die Deutschen mit Hilfe eines Täuschungsmanövers nahe Smolensk im Sommer des Jahres 45 die Sowjets glauben ließen, von einem amerikanischen Atombomber angegriffen worden zu sein. All diese Entwicklungen führten schließlich dazu, dass in Kontinentaleuropa Frieden einkehren konnte. Unter der neuen Führung von Reichskanzler Rommel zogen sich die Deutschen aus Frankreich und aus den Benelux-Ländern zurück, wenngleich das Deutsche Reich mit Premierminister Pierre Laval an der Spitze eine entschiedene pro-deutsche und anti-britische Staatsführung in Frankreich installierte. Im Osten halten die Deutschen jedoch nach wie vor viele der eroberten Gebiete besetzt, darunter der Kaukasus mit seinen reichen Ölvorkommen, um die Versorgung der Kriegsmaschinerie aufrechterhalten zu können. Unterdessen gelang es den Japanern im Pazifik, sich gegen die Amerikaner zu behaupten. Sie verloren zwar die Schlacht um Midway, allerdings hatte dies keine folgenschwere Konsequenz, da der Flugzeugträger Akagi nicht versenkt wurde und zahlreiche Veteranen und Elitepiloten der japanischen Trägerflotte gerettet werden konnten. Es waren aber eigentlich 4. Meines Wissens war der Angriff auf Midway von 4 Flugzeugträgern geleitet, aber ich lasse mich gerne in den Kommentaren eines Besseren belehren. Da die Flugzeugträger Akagi, Shokaku und Tsukaku weiterhin einsatztauglich sind, wird die Shinano, wie ursprünglich geplant, als drittes Schlachtschiff der Yamato-Klasse fertiggestellt und nicht zu einem Flugzeugträger umgebaut. In der See- und Luftschlacht im Golf von Leyte konnten die Japaner zwar keinen überragenden Sieg erringen, doch die Schlacht endete für sie so erfolgreich, dass die Amerikaner nun nicht mehr auf den Philippinen zurückkehren können. Da die Alliierten weder in Europa noch im Pazifik vorstoßen können, befinden sich die Vereinigten Staaten von Amerika nun in der Defensive. Dies ist die Ausgangslage für die deutsch-japanische Invasion der Achsenmächte in den Vereinigten Staaten. Gut,
Jetzt haben wir also im Grunde eine Mission erstmal ein Status-Update bekommen, worum es überhaupt in diesem DLC geht. Wir werden also gemeinsam mit Japan die USA angreifen. So, wir machen hier fortfahren. Januar 46. Während die Vereinigte Flotte der Kaiserlichen Japanischen Marine in Richtung Attu unterwegs ist, macht sich ein kleiner Einsatzverband auf dem Weg nach Genau, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, um sich auf Ablenkungslandungen rund um Vancouver Island vorzubereiten. Die Invasion hat begonnen. Gut, ich bin gespannt, wann wir das erste Mal Action sehen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. So, Unternehmen Eiserner Wille. Herr General, bitte erlauben Sie mir, Ihnen Kommandant Katsunari Miura vorzustellen. Guten Tag, ich stehe Ihnen zur Verfügung. Lauch-san. Ich finde es ein bisschen lustig. Ich muss mal kurz einen Screenshot davon machen. Aber mein Dienst gilt dem Wohle des Kaiserreichs. Kommandant Miura ist unser Verbindungsmann zur Kaiserlichen Japanischen Marine und dafür zuständig, unsere Nachrichten Vizeadmiral Tsukahara an Bord der Akagi zu überbringen. Wenn ich Sie kurz unterbrechen dürfte. Soweit ich weiß, liegt bereits ein Plan des Deutschen Reichs vor, allerdings gibt es bestimmte Details, die einer Klärung bedürfen. Nur zu, Kommandant, was möchten Sie wissen? Mehrere unserer U-Boote haben bereits die Jonestown-Straße ausgekundschaftet. Sie sind auf keinerlei feindliche Präsenz gestoßen. Möchten Sie dennoch an der Westküste von Vancouver Island landen? Die Meeresenge zur Stadt Vancouver selbst führt. Was war nochmal? Die Meerenge, die zur Stadt Vancouver selbst führt, wäre definitiv passierbar. Ja, hier, Victoria, da war ich schon mal. Und ja, Vancouver Island ist nicht so klein. Die Entscheidungsgewalt liegt beim General, aber ich rate dringend dazu, Vorsicht walten zu lassen. Ein leichter Aufklärungsverband sollte sicherstellen, dass uns keine Überraschungen erwarten. Und wenn wir dort wirklich freie Bahn haben, sollte es kein großes Problem darstellen, die Truppen nach Victoria zu verlegen und von dort aus Vancouver zu besetzen. Primäres Ziel, verfolgen Sie das Schicksal der Akagi? Verfolgen Sie das Schicksal. Das klingt irgendwie, als ob die untergehen würde. Bonusziel, nehmen Sie die Dörfer auf Vancouver Island ein. Elite-Ziel, überfallen Sie Victoria. Okay. Und was sieht der Plan für den Fall vor, dass die Akagi aus unvorhersehbaren Gründen vorzeitig die Region verlassen muss? Wir verlassen uns darauf, dass dann Ihre U-Boote die Soldaten unseres leichten Aufklärungsverbandes aufnehmen würden. Nun gut, aber bedenken Sie, dass keine U-Boote der I-400-Klasse... Dass es keine U-Boote der I-400-Klasse sind. Wir können also kein schweres Kriegsgerät evakuieren. Das Gelände auf Vancouver Island ist für schwere Panzer nicht besonders geeignet. Daher sollten wir uns auf sie bei anderen Landungen ohnehin... Sollten wir auf sie bei unseren Landungen ohnehin verzichten. Wir verfügen allerdings über die beträchtliche Zahl von Fahrzeugattrappen, die wir zum Einsatz bringen wollen. Immerhin soll das Ganze nach einer groß angelegten amphibischen Landung aussehen. Möge das Schicksal uns und unseren Zielen gewogen sein. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Okay, eingeschränkte Aufstellung. Wir haben also nicht genug Kernarmeefelder, nämlich nur 63. Wir haben 215. Und wir bekommen Benjamin Vogel. Wurde aus dem folgenden Grund belohnt, bla bla bla. Der hat überrennen. Was kann geschwächte feindliche Einheiten ausschalten, ohne dabei Bewegungs- oder Angriffsaktionen aufzubrauchen. Die Bewegungs- und Angriffsaktionen der Einheiten werden nach dem Überrennen wieder aufgefüllt. Ja, das ist doch das Classical, oder? Ja. Okay. Jetzt müssen wir natürlich erstmal. Ach Gott, wir müssen erstmal die ganzen Kollegen wieder auffrischen hier. Das. Gibt es hier Flugplätze? Können wir überhaupt unsere Flugzeuge irgendwo aufstellen aktuell? Nein. Hat er Flugplätze? Ja, hier. Ja, und hier ist ein U-Boot, da ist ein U-Boot.
Ich vertraue dem Ganzen nicht. Hier ist kein. Also auf Vancouver Island scheint es keinen Flugplatz zu geben. Das heißt, wir können die. Wobei die Frage ist ja, ob wir die Akagi benutzen können oder ob die. Nee, die wird eigen gesteuert, okay. Das heißt, wir können sie auch nicht als. Was sind das hier? Panzerattrappe. Auf der Akagi? Okay, spannend. So, nicht aufgestellt. Nehmen die Punkte weg? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo stelle ich die denn auf? Also, wir nehmen die zwei mobilen Flugabwehreinheiten mit. Wir nehmen eine Artillerie weniger, aber wir nehmen alle drei Lights mit. Wir packen die Panzer in die Reserve. Jetzt sind wir, okay, dann. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist wieder hier die Frage, welche Infanterieeinheiten wir jetzt nicht mitnehmen. Wobei, vielleicht nehmen wir mal einen Light weniger mit. Frage ist welcher? Machen wir den hier. Zack. Brüchen die erstmal alle auf. Und vor allem, wir gucken mal nach, ob es dafür Upgrades gibt. Nein. Gibt es für die Lights Upgrades? Nein. Gibt es für die Artillerien Upgrades? Nein. Gibt es für die Flak Upgrades? Nein. Okay, gut. So, zack, zack, zack. Das mache ich einzeln, weil ich die in der Reserve sind, jetzt nicht. Huch, nein, falsch geklickt. So, jetzt haben wir aber immer noch zu viele. Tja, die sind alle super ausgebildet. Eigentlich ist es. Die hier mal. Verdammt. Die haben nur. Oh, die haben viel zu wenig Sterne. Ach so, was wir natürlich machen könnten. Wir haben auf einigen Fahrzeugen. Ich mache das mal ohne Aufnahme. Ich hole mal die. Wobei, die Helden mit weniger Kernarmeefeldern. Das Problem ist, dass natürlich die hier auch alle schon Helden haben. Aber ich mache das trotzdem mal. Wir schieben mal die Helden umher. So, jetzt habe ich die Pioniere mit den Helden ausgestattet, die keine Kernarmeefelder benötigen. Das heißt, wir können jetzt erstmal die Scouts zurückbringen. Und jetzt können wir überlegen, wir haben jetzt drei Artillerien. Ja, jetzt können wir noch ein bisschen Infanterie, die brauchen. Welche nehmen wir denn da? Die hier können wir auch noch nehmen. Gut, dann sind wir genau bei 63. Was ich jetzt immer noch testen will, ist, wir nehmen mal wieder einen Scout raus, ob ich. Ah, Flugzeuge. Achso, das geht noch nicht, weil. Kann ich die denn irgendwo aufstellen, die Flugzeuge theoretisch? Nein, okay, gut. Hier wieder rein. So, sind die alle aufgefrischt? Die sind alle aufgefrischt. Dann.
Na. Sag jetzt nicht, ich habe nicht genug Startpunkte. Was ist das denn für ein Blödsinn? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, das ist natürlich richtig kacke. Wir können 4 Einheiten nicht aufstellen, weil wir dafür nicht genug Startpunkte haben. Na klasse. Okay, gut, wir fangen mal an. Nicht alle ihre Einheiten werden auf der Karte aufgestellt und werden somit nicht in der kommenden Schlacht teilnehmen. Nicht alle ihre Helden wurden... Ja, es tut mir leid. Kann der... Sind die Attrappen. Okay. Ich bin gerade noch ein bisschen am Ausprobieren. Panzerattrappe E25. Minen. Wir müssen natürlich erstmal einen Versorgungspunkt einnehmen, bevor wir überhaupt... Kann man dann echt nicht mehr aufstellen, ne? Das ist ziemlich blöd. Okay, ja, weiß ich nicht. Das war's halt erstmal. Machen wir mal einen Rundenwechsel. Mal gucken, was jetzt passiert. Die Japaner greifen mit den Flugzeugen die Minen an. Die fährt jetzt nicht in den Golf rein. So. Was kann man hier? Wartet mal, ich bin mir nicht sicher, ob das ist eine Artillerie. Inwieweit? Ja, lasst mich mal noch ein bisschen ausprobieren. Wir bringen die Attrappen mal hier rüber. Und wir bringen die Grenadiere. Warte mal, das sind Grenadiere, das sind Pioniere. Wir bringen die entsprechend mal in Stellung, dass wir den Versorgungspunkt relativ schnell bekommen. So, da die Hummel. Da noch eine Hummel. Okay, mal gucken. Das war ja klar. Es war ja klar, dass jetzt der Flugzeugträger angegriffen wird. Alter, ist das Ding riesig.
Schöner Angriff auf das Schlachtschiff. Kriegen wir es eventuell raus? Ja, kommt schon. Was machen die denn? Jetzt macht er erstmal, nimmt er erstmal Kanonen raus. Nein, sie nehmen natürlich keine Kanonen raus. Ach, ist die KI wieder helle. Kommuniqué der kaiserlichen japanischen Marine. Der Einsatz, das Einsatzkommando ARCO ist auf amerikanische Kriegsschiffe gestoßen. Mindestens 2 Kreuzer und 2 Zerstörer. Kampfflugzeuge starten für einen Angriff. Okay. So, dann. Wir starten hier mal ein Ablenkungsmanöver. So. Der Punkt scheint nicht besetzt zu sein. Das ist interessant. So, das Teil kann... Okay, dann geht da hin. Achso, hier oben haben wir ja noch einen... Okay. So, er hat also Flugzeuge. Gut, dass wir Flak dabei haben, aber leider nur eine. Die andere konnten wir ja nicht mitnehmen. Ach du Scheiße, das sind ja jetzt nicht gerade mal wenige Flugzeuge, die er da hat. Okay. Jo, genau. Also wir haben nicht viel Zeit, so wie das aussieht. Tja, und leider ist die KI nicht wirklich hell, denn sie greift halt... nicht die Schiffe an, die nur noch einen Lebenspunkt haben. Ach Gott, ist das bescheuert. Liebste KI, warum tut ihr das? Was soll denn das? Wow, jetzt haben wir hier schon 1, 2, 3, 4. So, dann...
Grenadiere. Achso, wir müssen jetzt erstmal. Wo ist denn meine Flak? Hier ist meine Flak. Damit wir dort den Panzer aufhalten. Und die gehen da mal rein. Dann haben wir. Warte mal, Dörfer von Vancouver Island einnehmen. Hab. Ach scheiße, das sind ja die. Ja, das könnte spannend werden. Da haben wir uns, glaube ich, ein bisschen zu weit östlich aufgestellt. Wie viele Sterne hatten der? Okay, komm. Dann müssen wir dann den Punkt hier einnehmen. Das heißt, wir haben uns jetzt hier. Warte mal, geh du mal dahin. Was haben wir jetzt hier noch? Wir haben die Flak. Wir haben einen Radpanzer und wir haben noch eine Attrappe. Und was haben wir hier noch? Pioniere. Und die können sich alle nicht mehr bewegen. Okay, dann lasst uns mal noch einen Rundenwechsel machen. Ja, hier kommen jetzt wieder 5000 Flugzeuge. Könnte jetzt eine Weile dauern. So, die Einserschiffe reiben sich jetzt auf, aber das Problem ist, sie können nochmal in voller Kampfkraft kämpfen. Spannend, der Flugzeugträger schafft das nicht. Das ist genau das, was ich meinte. Warum fokussieren sie sich nicht darauf? Jetzt kriegt der Flugzeug. What the fuck? Was bist denn du? Kommt es mir nur so vor, oder sind das schon weniger amerikanische Flugzeuge geworden? Aha, spannend. Ich sag's nochmal. Ihr hättet vielleicht die Gelegenheit nutzen sollen, die Einser-Schiffe wegzurotzen. Warum greift er das? Warum greift er nicht das Dreierschiff an? Jo, genau. Jo, genau. Geil. Hä, ich denke, das sind Attrappen. Die kämpfen ja. Hä, wieso kämpfen denn Attrappen? Konzentrierter feindlicher Luftangriff gegen Einsatzkommando Arco. Dutzende feindliche Jäger und Bomber in Anflug. Ruder der Akagi durch feindliche Torpedo beschädigt. Umgehender Rückzugsversuch eingeleitet. Ja, na okay. Ja,
Jetzt bin ich tatsächlich dezent verwirrt, warum hier auf einmal... die Attrappen anfangen zu schießen. Wir müssen auf jeden Fall die... Das ist ein 4H? Das ist doch kein 4H, da fehlt ja die Seitenschutz. Das ist doch eine Pantherwanne. Das ist ein Panzer 5-4, wenn dann. War kein 4H. Ich bin aber überrascht über die... Komme ich da irgendwie ran? Die können sich tatsächlich noch mal bewegen. Das ist interessant. Ach, das ist eine Artillerie. Ah ja, KV-2. Ich verstehe zwar noch nicht so richtig, warum eine... warum eine Panzerattrappe auf einmal schießen kann. Gut, aber wir versuchen erstmal Richtung Osten zu kommen. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, hier zu landen, weil das natürlich jetzt hier ein Problem ist. Aber gut. Jo, da geht, glaube ich, gleich ein Flugzeug runter, oder? Ach, du lieber, da kommt ja noch so ein... Alter, da kommen noch zwei von der Sorte. Ja, mal gucken, ob der Flugzeugträger da noch wegkommt. Im Moment bewegt er sich ja nicht wirklich. So, was haben wir denn hier? Also das ist das, was als erstes kam. Das ist die Iowa. Das ist quasi die Mutter, das Mutterschiff der Iowa-Klasse. Dann haben wir die Missouri und die Alabama. Das sieht nicht wirklich gut aus. So, er frischt sich hier weiter auf. Mal anders. So, der zieht sich zurück. Na. Wenn ich gewusst hätte, dass die kämpfen können, die Attrappen, hätte ich es schon die ganze Zeit anders eingesetzt. So, jetzt stellen wir ihn mal dahin. Die Hummel kann dahin. Und dann geben wir jetzt Vollalarm hier in die... Oh, was haben wir denn hier? Ein G3 Wiesel. Was bist du denn? Eine Panzerabwehrkanone. Und hier haben wir noch eine Artillerie. Okay.
Ich kann die hier leider nicht ausladen. Das gefällt mir nicht. Gut, die Scouts waren auch mehr oder weniger überflüssig. Und wir verschiffen mal unsere Infanterie. Das geht nicht. Warte mal. Geht das mit denen? Die dürfen nur nicht. Und versuchen da mal ein Flankiermanöver zu starten. Weil das hier ist schon wieder zu viele Einheiten auf engstem Raum. So, Herr General, die Amerikaner, sie haben unsere Truppen mit einer Atomwaffe ange... Was? Sie haben unsere Truppen mit einer Atomwaffe angegriffen. Ohne Luftunterstützung sind unsere Bodentruppen einer solchen Bedrohung praktisch schutzlos ausgeliefert. Falls wir über schwere Flugabwehreinheiten verfügen, können wir versuchen, unseren Vorstoß fortzusetzen. Aber vielleicht sollten wir ernsthaft darüber nachdenken, die japanischen U-Boote für eine Evakuierung unserer Männer anzufordern. Ach du Scheiße. Wie leichtfertig sie auch schon die Atombomben einsetzen. Das ist schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Was bringt es, die Minen dort anzugreifen? So, jetzt haben wir die Begleitschiffe fast alle weg. Der Flugzeugträger Akagi wird von mehreren amerikanischen Schlachtschiffen unter Beschuss genommen. Das Schiff steht in Flammen. Vizeadmiral Tsukahara hat der gesamten Besatzung befohlen, von Bord zu gehen. Hier ist er jetzt irgendwie gar nicht mehr. Ja, hier ist der Bomber. Was haben wir denn jetzt verloren? Haben wir was verloren? Scheiße. Okay, das ist eine Hummel. Hier ist ja... Pff. Was ist das? Das ist ein Light. Es ist, warte mal, das ist die Hummel, die steht jetzt direkt vor dem Stuart oder was? Okay. Die hier. Aber mit einer 4er Stärke ist das, glaube ich, keine gute Idee. Kommen die da bis dahin? Nee, scheiße. Tja, mit einer Flugabwehr wird es natürlich scheiße. This is gonna be really big shit here. Ich zieh die mal hier rüber und ich zieh die mal wieder zurück. Und ich
ich ziehe die mehr dahin. So, er hier. Zu viele Einheiten. Okay. Die werden jetzt an Kampfkraft verlieren. Er gibt Abwehr. Ja, pff, mal gucken. Hoffentlich. Hoffentlich wirft er jetzt nicht jede Runde. Alter, ernsthaft! Wir werfen jetzt einfach mal jede Runde eine Atombombe ab, oder was? Bist du bescheuert? Was ist das denn? Ja, willkommen im Jahr 46, ey. Ich mach hier mal ein bisschen. Ja, natürlich, er kann ihn natürlich nicht rausnehmen. Doch, kann er. Gott sei Dank, ey. Müssten sich mal geben. Okay. So, Pioniere. Jetzt haben wir das erste Dorf eingenommen. Hä, ich kann hier nochmal. Achso, ich kann sie ausladen. Okay. So, auf die Straße mit euch. Ich hoffe ja, dass du als der letzte Atombomber. Was sind das? CA, kanadische Infanterie. Ah, nee, komm. So, hier geht der Spaß fröhlich weiter. Mittlerweile sind auch keine Flugzeuge mehr da. Oder kaum noch Flugzeuge. Okay, hier wurden wir angegriffen. Da kommt jetzt gleich das zweite Dorf. So, die Hummel frischen wir erstmal auf. So, dann ihr bitte dahin. Was bist du denn eigentlich? Ein M20 irgendwas? Was ist das? Ach, das ist ein Scout. Okay. Na, geh da rein. Nimm die Art hier raus. Sehr gut. Dann können wir nämlich hier die Pioniere anlanden, die dann den Sherman erstmal weghalten.
Wir nehmen die Flugabwehr nach vorne. Wir nehmen den KV nicht weiter nach vorne. Ach Gott. So, die Hummel, die brauchen wir. Lassen wir erstmal so, wie sie sind. So, dann müssen wir noch Nanaimo. Ah, hier, perfekt. Das ist doch gut. Ja, dann komm, Rundenwechsel, oder? Machen hier wieder Zeitbeschleunigung. Da geht das letzte Flugzeug, vorletzte Flugzeug raus. Ach so, und hier. Da wechselt er den Kamerafokus nicht. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Ach, guck mal, perfekt. Dann Artillerie. Er deckt die Flanke. Hinterher. 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 So. Dann haben wir gleich das dritte Dorf. Und das Elite-Ziel ist dann Victoria überfallen. Ich glaube, das könnte nochmal eine Nummer härter werden. Da ist die Frage, ob wir nicht die Hummel doch nochmal mit ranziehen hier. Frischt sich da nur auf. Okay, dann Hummel hinterher. Flugabwehr. Dahin. KV dahin. So, dann er frischt sich nochmal auf. Feuer frei. Alles, was wir haben. Ja, Trappen können wir ja auch eigentlich verheizen. So, weiter geht's. Das primäre Ziel ist auch eigentlich nur, dass diesen Flugzeugträger, dass der kaputt geht. Und solange der noch lebt, haben wir, glaube ich, Zeit, hier, shit. Haben wir Zeit gegen... Was bist du denn? Ein Super Pershing. Jo. Das, meine Damen und Herren, ist ein Super Pershing. Oh Gott. Jetzt haben wir natürlich ein Artillerieproblem. Oh, verdammt. Nee, Sekunde. Gehen wir bitte erstmal dorthin. Wir holen die andere Artillerie noch hinterher. Okay. Ach, der E25 ist schon ein bisschen schnucklig. Scout. Ja gut, dann schauen wir mal. Hier unten geht die Party weiter ab.
finde es ein bisschen kacke, dass er jetzt hier keine... den Kamerafokus nicht wechselt. So, er könnte jetzt auf die Artillerie schießen. Das ermöglicht uns, den Super Pershing wegzunehmen. Ne, er zieht sich erstmal nur zurück. Der gibt auch Unterstützungsfeuer. Hatte ich nicht auch eine Einheit, die Unterstützungsfeuer bietet? Ach, das waren die hier. Ja, wobei, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Machen wir mal noch weiter hier. Dass der Super Pershing jetzt nochmal abhauen konnte, war jetzt ehrlicherweise nicht so auf meinem Schirm. Wir bleiben jetzt mal mit dem Kamerafokus hier. Was da auf dem Meer passiert, ist mir jetzt relativ egal. So. Ich kann da trotzdem nicht reinrücken, das gefällt mir nicht. Oh geil, die ergeben sich. Ja, gut, dann haben wir das Elite-Ziel auch geschafft. Belobigung, Capitana Vigano, Panzerklasse, Panzerabwehrklasse, plus 1 Geschwindigkeit, doppelter Angriff, gründliche Vorbereitung, legendär, nice. Und was haben wir hier? Erfüllt, Elite-Belobigung, Erhalt von V2 Atomraketen, neuer Held, Capitana Vigano. Begrenzte Anzahl an japanischen Banzai-Infanteristen, Banzai-Marine-Infanteristen und Wout X5U. Das weiß ich gerade nicht, was das ist. Aber wir, ja, weiß ich nicht, muss ich jetzt nochmal einen Rundenwechsel machen oder was? Müssen wir uns das jetzt echt bis zu Ende angucken, bis das Ding hier tot ist? Ja, jetzt ist es tot. Unternehmen eiserner Wille. Mit einer Reaktion der Amerikaner war natürlich zu rechnen, aber nicht einmal ich hätte einen solch schlagfertigen Gegenwehr erwartet. Ja, 2 Atombomben ist schon ganz schön heftig. Großadmiral Kurita wird nicht begeistert über den Verlust der Akaki und den Tod von Vizeadmiral Tsukahara sein. Aber zumindest haben sie dank des Notfallplans für eine Evakuierung mit Hilfe von U-Booten von dort... Achso, haben sie jetzt das Notfallplan zur Evakuierung mit U-Booten weggeschafft, ja. Nachdem die Amerikaner unsere Truppen mit Atomwaffen angegriffen haben, war mehr als genug Platz in den U-Booten. Oh, wow. Ich kann immer noch nicht glauben, wie schnell die Amerikaner reagiert haben. Eine solche große Flotte zu koordinieren, um unseren Einsatzkommando abzufangen, das kann keine spontane Reaktion auf unsere Landung gewesen sein. Unmöglich. Wir kehren fürs Erste zur Vereinigten Flotte zurück und verschaffen uns einen Überblick über die Lage. Eins möchte ich noch sagen. Wir können von Glück sprechen, dass diese Operation nur eine Finte war. Ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn wir alles in die Waagschale geworfen hätten. In diesem alternativen Kriegsverlauf wurden die Deutschen und die Japaner bei ihrem ersten Versuch, mit ihren Truppen nach Vancouver und Seattle zu landen, mit Leichtigkeit von den überlegenen Amerikanern zurückgeschlagen. Die relative Abgeschlagenheit von Vancouver Island erlaubt es den Amerikanern, Atomwaffen gegen eine feindliche Präsenz einzusetzen, die sie für eine große Invasionsstreitmacht hielten.
Zugleich machten die in den unerwarteten hohen Anzahl präsenten Schiffe der amerikanischen Pazifikflotte mit der Akagi und ihren wenigen Gleitschiffen kurzen Prozess. Der einzige japanische Flugzeugträger, der einst die Schlacht um Midway überstanden hatte, wurde letztendlich doch noch versenkt. In dem Glauben, einen überragenden Sieg errungen zu haben, fühlten sich die Amerikaner nun ermutigt, in Achsenmächten den Kampf anzusagen. Tja, das wird jetzt leider nicht passieren, denn das war ja nur eine Finte. Sehr schön. Sehr schöne erste und zweite Mission vom 46er DLC. Mehr davon wird es aller Voraussicht nach nächste Woche bei mir geben. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr euch das DLC ab dem 30.11. oder eins der anderen DLCs oder irgendwas anderes bei Games Planet holen wollt, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung oder ins erste angepinnte Kommentar. Die Steam Keys sind bei Games Planet immer ein bisschen günstiger als bei Steam direkt. Und mit einem Kauf unterstützt ihr hier meine Arbeit, indem ich eine kleine Vermittlungsprovision bei den Käufen erhalte, ohne dass für euch in irgendeiner Form Mehrkosten entstehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Mein Dank geht am Ende wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt: GameOnFan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Baron, Heimdall, Klumpen, Franz, Roblitz, JanVG und Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.